So, ja, so, ne? Habe mich an euch ja gewöhnt. Hallo YouTube. Ja, gibt es gar nicht, ne? Es gibt kein Hey YouTube. Oder, ne, bei YouTube gibt es nur Kadaumes, bei Facebook gibt es nur Kadaumes, weil bei Facebook und bei YouTube leider alles nur noch schräg geworden ist. Schräg. Ist schräg in? Vermut mal. Denn dieses Video wird wieder zerrissen, wie andere Videos auch zerrissen werden, weil nun mal merkwürdige Maschinen, genannt Mensch, Maschine, nicht denkend, aber sehend, nicht wissend, argumentieren. Natürlich bin ich woanders, wo es viel besser zur Rande geht, wo es Menschen gibt, mit denen man Spaß hat. Diese Menschen sind spaßig unterwegs und es macht Spaß, mit denen zu reden. Nicht bei YouTube, auf keinen Fall. Bei Facebook schon mal gar nicht. Ist halt so. Es ist, wie es ist, und ich hatte heute auch wieder Besuch da. Und dieser war ja mal, oder er ist immer noch, ein Querdenkender. Ich habe ihm gesagt, lass es sein, du siehst doch selber, dass die Basis kaum etwas bekommen hat an Stimmen. An dem Tag waren es 0,9, jetzt haben sie, glaube ich, 1,2. Da hatte dieser Dudenhöfer, dieser 80-Jährige, ehemalig von der Spiegel, direkt 1,2 und hat jetzt 1,8. Also ist Herr Dudenhöfer doppelt so viel wie ihr. Und ihr wart halt, ich fand es super toll, wie die Basis vor der Kamera gestanden und sie sagten, boah, wir kriegen doppelt, oh, wir kriegen mindestens 12%, oh. Ich fand das stark. Ich weiß nicht, ob die Basis sich selbst überschätzt hat oder ob die Basis einfach nur so argumentiert. Ja, jedenfalls, die CDU macht gerade das Plakat ab. Ja, so ist die CDU. Ne? Die hat ja leider nicht gewonnen, sondern die SPD, aber die hing da nicht. Die CDU hing da. Ja, ja. Ach, herrlich. Ja, das Plakat ist dann somit auch Geschichte, wie alles Geschichte ist. Tja, die Basis wird ja wohl nicht hochkommen. Die Basis wird ja wohl unten bleiben. Ne? Ja. So, wer hängt dort, ist klar immer noch die Partei. Die Partei ist, wie sie ist. Denen ist das egal, ob sie Strafe zahlen oder nicht. Irgendeiner wird denen das schon wieder abmachen, ihr Plakat. Die Basis war sehr schnell dabei. Ist klar, die hat keine Lust, Strafe zu zahlen, weil ihre Plakateinheiten da irgendwo noch hängen. Ne? Die waren zack, zack, waren die weg. So, und die anderen Plakate sind auch alle weg, nur wie gesagt, die Partei, sie hängt da noch. Mal gucken, wie lange sie da noch hängen, die Partei. Oh, die haben es ja auch nicht allzu viel gebracht, Gott sei Dank. So, alle sind weg. So, ihr habt das Video jetzt gesehen, ihr habt mich gehört, ihr dürft mal wieder loslegen. Wie gesagt, ich habe es ja alle hier gehabt. Deutschhaus, die Piraten, die Partei, hin und wieder habe ich auch die Großen da gehabt, CDU und SPD. Warum, weiß ich bis heute nicht, weil die können sich ja Kopierer leisten. Ja, die Kleinen halt nicht, ist klar. Ich habe natürlich auch diverse Mini-Parteien da gehabt, die immer mir einen reinwürgen wollten, so wie ihr mir auch einen reinwürgt. Ja, ich habe natürlich einen Drucker, aber ich habe jetzt keine Patrone, deswegen komme ich zu Ihnen. Ja, ist klar. Nur eine Tintenpatrone ist 100-mal teurer wie meine Kopie für 20 Cent. Und wenn ihr ganz viele Kopien macht, kosten die nur 5 Cent. Und für 5 Cent und 20 Cent bekommt ihr keinen Toner. Ihr bekommt keinen Toner und ihr bekommt auch keine Tinte. Punkt, fertig, aus. Aus 5 Milliliter könnt ihr nicht 6000 Kopien machen. Das geht nicht. Punkt, fertig, aus. Ich habe festgestellt, persönlich jetzt, das ist nur meine reine Meinung, weil heute ist der letzte September, somit der 30.09.2021 und morgen, ab dem 1. Oktober 2021, wird ja alles noch mehr verschärft. Ist so, bleibt so. Die sogenannte Seifenblasenoper, die sogenannte Luftblase Geld, explodiert und die macht plöpp. Um das zu verhindern, ist die Pandemie auf uns niedergekommen, damit diese
Geschichte nicht passiert, damit die Blase nicht platzt. Wie gesagt, die Missgunst ist leider primär, die Liebe ist leider sekundär. Es ist leider traurig, dass man aus aller Welt Zusprüche bekommt, leider nicht vor der eigenen Gemeinde. Also Internetgemeinde, ihr seid gemeint, die Online-Freaks. Ich rede nicht hier von meinen Analogen. Meine analogen Kunden sind top. Meine analogen sind mehr wie top. Das macht tierisch viel Spaß. Ich habe heute viel lachen dürfen. Ich habe heute viel Spaß gehabt. Ich habe natürlich heute, weil es der letzte Tag ist, viel Geld wieder ausgeben müssen für Vater Staat, der kein Humorist ist, das Finanzamt. Ich bin irritiert. Das Finanzamt kann machen, was es will. Das wird weder kritisiert, dort findet noch nicht mal Demo statt. Ich finde stark, wie viel Muffensausen ihr alle habt. Aber irgendeinem Politiker, den erzählt er ein. Ja? Und wie gruselig darüber gekommen ist, der Herr Spahn, darüber brauchen wir gar nicht reden. Tüte vom Mund. Ich meine, diese Tüte hier vom Mund macht ja auch Spaß. Ne? Und die andere Tüte, diese Tüte hier, macht also nicht so viel Spaß. Aber egal. Wisst ihr, deswegen mache ich ja solche Videos. Ich bin ja beruflich tätig und auf eine Art ist mir egal. Ich werde Krieg führen, echten Krieg führen, mit den sogenannten Genannten. Und es ist halt so. Ich habe gerade noch mit einem aus der Schweiz und da habe ich natürlich gesagt, ups, ihr in der Schweiz, ups. Der wollte sich richtig bewaffnen, weil ihm das auf den Keks geht. Corona, tja, sag ich, in der Schweiz? Wow. Ne? Es gibt ja nun mal Plattformen, wo es richtig Spaß macht. YouTube macht nicht so viel Spaß und Facebook schon mal gar nicht. Aber wenn man so viele Jahre dabei ist, ist es ja. Ich habe mal einen Fan-Kreis da, die mich zerfetzen, die mich zerreißen, ob sie mich wirklich tatsächlich nicht mögen oder die sind halt voller Missgunst, das ist, oh, ne? Ist so. Mir ist es egal, ihr merkt, dass ich Spaß habe, weil ich sehe, dass ich ja schätzungsweise doch etwas interessant bin, sonst würden sich die Menschen ja gar nicht den Mund zerreißen. Ich meine, ich hatte heute Morgen ziemlich früh schon, da sage ich, nee, ich habe keine Zeit. Da wollte man mich kontakten. Ich habe ja nichts dagegen, wenn man mich während der Arbeit kontaktet, aber privat 0,0,000. Privat bin ich, privat bleibe ich und ich habe mit dieser Art von Welt nichts zu tun. Weil die Welt selbst ist geil. Wirklich, die ist geil. Mutter Natur, roundabout, einfach nur schön. Egal wo ich hingehe, schön. Besonders das Sauerland, jetzt hier vor der Nase. Das Grün, die Tiere. Das Leben, nur der Mensch, den lasse ich links liegen, weil der Mensch ist komisch geworden. Jedenfalls der reale Mensch, der analoge Mensch. Aber der Mensch online, unter den Verrückten, der Verrückteste zu sein, okay, ihr habt gewonnen. Und da habe ich nichts gegen. Ich habe auch gesagt, ich wüsste jetzt nicht, warum ich live online gehen sollte, mich stundenlang live vor einer Kamera demütigen lasse oder befürworten lasse. Ich mache solche Videoclips. Ich weiß nicht, wann ich die on air bringe, das weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, wer sich die anschaut, weiß ich auch nicht. Statt live zu gehen, zu wissen, wer da schaut, zu wissen, wer mich da benervt oder nervt oder was weiß ich, was er mit mir da veranstaltet. Ich finde es hochgradig interessant, dass alles China fast gehört und wenn die These stimmt, im Jahre 2035, dass diese Art von Deutschland wirklich tatsächlich dann China übernommen hat. Also ganz Europa. Ja? Eurasien, keine Ahnung, wer das übernimmt. Also wenn China Europa übernimmt, das komplette, wenn der Franzose Chinesisch sprechen muss, wir Chinesisch sprechen müssen, wenn er versteht, was ich meine, wird das ja ziemlich lustig werden. Ja. Ich will natürlich hoffen, dass ich dann weit über 80 bin und abtreten kann. Jetzt möchte ich noch nicht abtreten, jetzt bin ich erst Ü60 und mit Ü70 werde ich so ein Blödsinn sicherlich auch noch machen.
Mit Ü80 versuche ich es auch. Dann versuche ich natürlich ziemlich bunt daher zu kommen. Ne? Das sind Socken. Ne? Einer dieser Querdenker ist ja so ein Regenbogenfetischist. Ne? Hier, das sind Socken mit diesen kleinen Dingern da. Meine Frau hat mich direkt hoch angeguckt. Sag ich, nein, das ist für die Füße. Die dachte, wären Handschuhe. Wie läufst du denn rum? Nee, sag ich, das ist für die Füße, das sieht keiner, da kommen ja Schuhe drüber. Ne? Aber ich werde die nicht während der Arbeit tragen, sondern zu Hause, wenn die Kälte kommt. Ja. So, ich habe euch lang genug genervt. Dieses Video hat sich sowieso keiner angeschaut. Aber ich habe es doch gemacht. Ich habe unheimlich viel Spaß gehabt. Und das zählt. Es zählt, dieser Spaß. Ne? Wisst ihr Bescheid? Grüße. Hi. Ist die Klappstube offen? Die bleibt offen, ja. Gut. Nee, doch nicht. Ist geschlossen. Ey, cool. Sehe ich ja jetzt erst. 5:30. Ich hab Feierabend.